Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, Damian Kroate. Oder wir fangen da an, wo wir aufgehört haben. Ja, wir haben es ja geschafft, in der letzten Folge von dieser alten Hexe wegzukommen. Jetzt krabbeln wir mal hier durch. Und es ist Wasser. Hier hat sich Wasser angestaut. Mal hier hell. Gibt's hier was Schönes? Ja, sehr wichtig. Eine Batterie ist immer sehr wichtig. Ja. Mal gucken, wo es hier jetzt weitergeht. Da kann man sich da wieder verstecken. Ist irgendwas da drunter noch? Kann man hier runter? Ja, nee, ist nur halt. Wir werden alle schön feucht. Sehr schön. Und diese Geisterschreie im Hintergrund oder so. Hopp, oh, ganz. Okay, wir können uns hier schon wieder verstecken. Kommt jetzt gleich was? Oh Mann, hab ich echt keine Lust zu. Yay! Spaß! What did you do to her? Ich habe nichts angetan, du Freak, das warst du. You can't keep a secret from yourself. Uah. Ich habe ihr ganz klar nichts angetan. Der Wagen kam von hier gerollt, ne? Was war das gerade für ein Wackeln? Ganz komisch. Habt ihr das auch gesehen? Das Wasser hat sich so komisch bewegt oder war das einfach nur ein grafischer Fehler? Außerdem, wieso werden die Stimmen jetzt immer lauter von diesen komischen Lehrer da, dieser perverse Kinderschänder. Warum? Okay, das biegt jetzt hier immer ab, das Ding. Können wir jetzt umstellen? Ist das möglich? Haben sich die Schienen jetzt verschoben oder nicht? Werden wir gleich feststellen. Bewegt haben sie sich zumindest nicht. Na. Und hui. Ah! Alter. Werden wir langsam bekloppt einfach nur? Ich weiß es nicht. Da kam gerade wieder dieser Schlecker-Heini. Oh, wir müssen krabbeln, okay. Wieder hoch. Das ist auf jeden Fall der sichere Tod da unten, oder nicht? Hallo? Hier geht's doch irgendwie höher. Oh. Eine Leiter eiskalt übersehen. Und jetzt stürzen wir richtig schön in die Tiefe, oder? Oh, das haben wir überstanden. Oh Mann. Das Ding haben wir überstanden. Ich hab die Leiter echt. Okay, das Fiepsen ist weg. Einige in den Tod gestürzt. Ich schon hier. Da. Ich Idiot. Wieso hörst du die? Oh oh. Ich dachte schon, ich drück schon wieder auf R und da passiert nichts. Wo ist sie? Oh Gott, renn. Krabbeln, rennen. Nee, ja, rennen kannst du. Hallo! Beweg dich, du Freak! Go for it! Alter. Einfach in Bewegung sein, ne? Das ist alles. Richtig, Spiel? Ja, ja, super. Und damit hier sehr gut krabbeln. Ich finde nicht, wie es hinter uns ist. Kann man das sehen? Ne, keine Ahnung. Los. Los, rennen. Ach, der krabbelt jetzt nur so ganz doof. Oh Mann. Krabbel. Alter. Nein, geh doch mal da durch, du Idiot! Oh Gott, sie kommt. Was macht er denn? Was macht er denn? Was ist denn das für eine Scheiße? Warum krabbelt denn der da nicht durch, dieser Idiot? Was ist denn das? Warum? Ja, schön für dich. Tschüss. Los, krabbel. Was ist denn das gerade für ein Abschnitt hier an der Stelle? Hey, total dumm das Spiel, wirklich an der Stelle jetzt. Renn doch mal, hallo. Hä?
meine Fresse. Hier ist wieder die Stelle, wo wir gestorben sind, richtig? So. Kommst du da jetzt endlich durch? Ja, er kommt da endlich durch. Sehr schön. Braves Kind. Du mal Vollidiot. Und jetzt rennt um dein Leben immer noch. Ben. Oh Gott. Die sind hergesprungen. Scheiße. Noch einer. Irgendwas? Da liegt da was. Yay! Eine Batterie. Nehmen wir doch ganz gerne auf. Vielen Dank. Noch irgendwas hier? Nein. Also ich muss sagen, Batterie verbraucht sich hier ziemlich schnell in dem Spiel, ja? Also mal so anzumerken, ne? Fürchterlich. Aber jetzt gerade eben diese Szene mit dem Dings, oder habe ich einfach den falschen Pfad lang gekrabbelt und deswegen ist er nicht da rein. Und dann kam die von hinten und hat uns erledigt. Ich war voll irritiert gerade. An der einen Stelle, aber auch gleichzeitig sauer. Ja, ich darf mich auch mal aufregen. Man darf sich über Spiele aufregen, wenn es mal nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Oh nein. Alter. So, anscheinend müssen wir hier lang balancieren. Richtig, mein Freund? Weil hier kommst du ja nicht weiter. Und da bist du gerade gekommen. Dann hüpfen wir jetzt hier vorsichtig rauf. Zack. So. Können wir dann durchkriechen? Wir können ja gar nicht mal in die Hocke gehen. Ah, jetzt macht das. Ist aber schön. Jetzt macht das auch. Gutes Kind. Kommen wir da rüber? Muss das eigentlich lang? Müssen wir da lang oder da lang? Oh, Vorsicht. Oh. Gutes Kind. Ich glaube, hier geht's weiter. Dann gehen wir dann an die andere Seite, wo es da lang geht. Ist ja so ein bisschen alles mit einer festen Gabelung legt. Sieht eigentlich aus unserem Bestand. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Jetzt wird's tricky. Nice. In die Hocke gehen. Nix. Doch, ein Verbandskasten. Hey, nimm doch mal auf. Noch irgendwas? Nö. Aber das ist ja auch schon mal was Nettes. Die ganzen Steine bröckeln herunter. Das würde die Höhle jederzeit die Mine einstürzen. Es war jetzt gerade irritiert, wie er sich gerade bewegt hat. Sein Movement war gerade sehr irritierend. So, dann können wir jetzt hier langlaufen. Oh, ein Stück Papier mit einem verbrutzelten Mann. Voll befallen. Na, verbrutzelt ist er nicht, erst vergammelt, würde ich sagen. Kapitel 15 von dem Buch. Haben wir das eigentlich schon fast komplett? Ne, das lesen wir jetzt nicht. Wird zu lang. Außerdem steht ja nur drin über diese ganze Knotreligion. Die ist ja schon gestört genug, das reicht mir. Da brauche ich keine Details, wie gestört die noch ist. Da reicht mir das. Hier speichert das Spiel auf jeden Fall. Wow. Nein! Oh, ich bin gerade erschrocken. Oh. Nein, lass mir eine Kamera in Ruhe. Hallo. Was war das? Was für eine... Die quietschen da so komisch rum. Was machen... Was passiert da? Ah, großzügig. Hilf mir, es recht zu machen. Was ist hier? Oh Gott. Lynn! Oh mein Gott! Lynn! Lynn! I'm here! Okay. Die feiern hier gerade eine fette, dicke Orgie, wie ich gerade sehe. Oh mein Gott. Okay.
Wir haben hier ganz viel Spaß, aber wir wollen zu Lynn. Nein, die lässt uns nicht zu Lynn. Ein Kopf. Oh nein. Naja, viel Spaß, du armer Kerl. Lass ihn in Ruhe. Oh. Ja, der würde ich auch lieber ausblenden an der Stelle. Get off. Get off me. Stop. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? Ooh. You're such a pushover, Blake. Pushover, ja? Was wird das? Okay, wir gehen mit dir Hand in Hand. Wir sind hier in der Küche anscheinend der Schule. Okay. Und laufen mit Jessica Hand in Hand. Können wir da lang gehen? Geh mal nach da. Die will uns gar nicht, die... Oh Gott. Dann gibt es hier nur einen vorgezeichneten Weg. Ach. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. Ah. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. Lynn, also die waren zu dritt in derselben Klasse. Ich sehe schon. Okay. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Oh, hier wird es ziemlich dunkel. Schule ist ziemlich groß, oder? Findet ihr nicht auch? Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen... Catholic schools. No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Jessica? Oh, God. Sorry, we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Laudermilch. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Warum? Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Noch andere Schüler? Nein. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Ja, super. Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? So, das Schlägermonster hat man gesehen, hat so die Halbglatze wie er. Ich glaube, dieses Monster, was uns die ganze Zeit verfolgt hat, war er. Das kann man so sehen an den Augen und die obere Partie, die Glatze. Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? Ich will mit dir nach Hause gehen. Lass uns gehen. You know, Penner. Shame is a gift from God. To let you know right from wrong. Ich kriege richtig Aggression, wenn ich den Typen sehe. What is very wrong. Mal schön reinschlagen in seine blöde Fresse. Stay. I want you to stay. Ja. Blake, please. This is awkward enough. Es ist nicht. Du bist unangenehm. I need you to leave us. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Okay, wir spielen ihn jetzt wieder. Komm da nicht rein. Hallo. Hier ist Verantwortung.
Und als nächstes Respekt, natürlich. Inches predigen sie und halten sich gar nicht dran. Alter, okay, jetzt wird es immer dunkler und dunkler. Okay, wir rennen und rennen und rennen und rennen, weil wir Angst haben. Können wir noch irgendwo lang? Da ist alles abgeschlossen, ne? Diesen langen Gang der Schande. Kann das sein? Was macht dieser Lehrer eigentlich noch hier? Oder dieser Priester? Dieser Perversling. Oh Mann. Oh, da könnte man so reinschlagen in das Gesicht von dem Typen gerade. Macht einen richtig aggressiv. Wenn das so skippt, ey, furchtbar. Ja, ich komme ja schon. Hallo. Alter, das ist eklig. Kann der denn... Wieso können wir da nicht... Jetzt ist die Tür offen. Ich hoffe, den hat man damals dran bekommen. Und der hat das dann komplett verdrängt. Kann das sein? Sie geschlagen. Oh, sie schlachten die alle ab. Okay. Oh Gott, wir haben uns entdeckt. Scheiße, renn. Wo ist aber Lynn? Lynn ist weg, die war nicht mehr da. Oh Mann. Kommen wir nochmal zurück? Scheiße. Nein. Das Ding kracht ein. Wir sollten rennen. Die Mine kracht ganz schnell ein. Oh. Ein Abzweig. Sonst nirgendwo. Sind jetzt alle gestorben, oder was? Noch irgendwas? Irgendein Hinweis? Auf das Spiel? Weil bis jetzt ist irgendwie, da fehlen irgendwie ganz viele, weiß nicht, irgendwie Anhaltspunkte. Irgendwas fehlt doch noch. Rennen, wir müssen hier raus, sonst sind wir tot. Gibt's hier noch irgendwas? Nein, ein Stück Fels. Die haben jetzt die ganzen Leute bei der Orgie abgeschlachtet. Okay. Er war eh schon ein krankes Bild genug. Wow, rennen. Okay, rennen. Wir müssen, ansonsten sind wir tot. Fuck! Lynn! Lynn! Hier ist sie, wir haben sie. Yay! Yeah. Wir haben Lynn. Oh, sie ist pregnant. Wie sieht sie aus? How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. We have to get out of here. Okay. Schaffen wir das? Er nimmt dir noch was auf. Die Sonne bestimmt, wa? We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. We'll be okay. It's not my fault. Oh, er vermischt gerade die Tatsache. Er denkt, er ist ein kleines Kind. Wir finden einen Erwachsenen und erzählen ihm alles. Wir werden auch lang. Ich glaube, wir sind komplett verrückt geworden. Weil wir vermischen ja quasi die Kindheit mit dem, was jetzt hier passiert. Und wir laufen, glaube ich, ziemlich falsch gerade. Laufen wir mal da lang. Komm, lauf. Oh Mann, dieses Spiel. Da ist die Sonne. Den brauchen wir jetzt nicht, aber nimmt doch nichts weiter auf, okay? Ist hier noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas rum, was wir gebrauchen könnten? Irgendwas, irgendein Hinweis? Ich habe keine Ahnung, warum wir so sind, wie wir sind. Was?
Was hat das Licht auf sich? Ich hab's nie erfahren. Oder habt ihr das irgendwie erfahren in dem Spiel? Ich hab's nie erfahren, was das mit dem Licht auf sich hat. Und es immer so grell wurde. Ich merke halt nur, dass wir halt irgendwie unsere Tagträumerei vermischen mit dem Ganzen hier. Wow. What the fuck? We have to find shelter. As far from this place as we can get. Yeah. Lynn ist schwanger, die wissen beide gar nicht, warum sie schwanger ist. Was passiert hier? Leider keine Idee. Nur, dass die Tochter von ihm zum Anfang im Spiel, ne, die war ja der Typ da, der so todtraurig war, seine Tochter abgenommen ist. Sie war ja auch schwanger und ist geflohen von diesem Ort. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Der uns geschützt hat, Unterschlupf gegeben hat. Unsere Tochter, die, wegen der waren wir doch da und die hatte, war ja auch schwanger und ist auch abgehauen. Aber sie hatte keinen Kontakt zu den Ketzern gehabt, aber wie wurde sie dann schwanger? Hat das was mit dem Licht auf sich? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist das Licht überhaupt? Wir müssen inside, bevor das Baby kommt. Es ist zu gefährlich. Du kannst... Wir können nicht hier bleiben. Hilf mir runter, bitte, Blake. Okay, okay. Be careful! Fuck! Fuck! Lynn! You okay? I'm coming down! It hurts! I'm sorry! Mann, Mann, Mann. Blake. Du bist schon eine Pfeife, ey. Du bist erwachsen, du bist kein Kind mehr. Da ist eine... Ja, ja, du kannst dich hier... Okay. Wenn du irgendwo hinguckst, der rechts ist ein Toter. Oh shit, come on! Oh Gott, warum schreit die so? Ist das ihre Art? Komm. Renn, wir müssen irgendwo hier raus. Ja. Oh. Jesus Christ, Blake! What the fuck? Los, komm hier hoch, raus. Komm, wo müssen wir hin? Wo können wir uns verstecken? Die jagt uns ja die ganze Zeit. Na los, komm. Die läuft doch ganz entspannt. Ich habe mich schon gefragt, wo Martha bleibt. Wo bleibt Martha? Da ist der Ausgang. Oh nein. Oh Gott. Da ist die Psycho-Erna. Oh Gott, und Blake legt sich vor Angst einfach hin, er will einfach... Oh Gott. Oh, nice. Sehr geil. Und das war's mit Martha. Adio. Du Ketzerin, die mich am Anfang des Spiels so... Ja, das stimmt. Fick dich und dein Gott. Komm, wir müssen hier raus. Schreibt es doch in den Kommentaren, wenn ihr wisst genau, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann nur vermuten. Ja, wir laufen den Pfad entlang. Komm. Wir haben Martha überlebt. Die Irre, die uns am Anfang des Spiels sehr oft verfolgt hat. Es wird schlimmer. Ja. Wow. Da können wir nicht lang, das brennt. Ne, brauchen wir jetzt gar nicht anschmeißen, was gar nichts bringt. Was passiert hier? Ja, komm, schaffen wir. Ist es das Baby? Ja, sie kommt bald. Ist ein Mädchen, ja? Wo weißt du das denn? Oh, da ist die... Oh, da ist die Kapelle. Und dann gehen wir zu der Kapelle hin. Na, was passiert denn hier? Was ist denn hier für Terror? Blitze schlagen hier rum. Voll die... Alter. Voll verrückt. Es ist kalt, ja. Wir haben es gleich geschafft. Ab in die Kapelle. Fuck! The storm's getting worse!
Ja, wir schaffen es. Komm, wir sind gleich da. Da ist das Ding. Mann. Die Leute werden hier einfach... weiß nicht. Einfach too much gerade. Los, komm. Rein hier. Das Spiel speichert auch wieder ab. Sehr gut. Nächster Checkpoint. Oh nein. Hier waren wir doch, hier wurde doch die eine da, der Typ mit der Axt erschlagen und hier wurde seine Frau doch drauf gestreckt. Nein, leg dich da nicht drauf. Nein. Oh shit. Shit. Nein. You need to lie down. Nein. I can't do this. You can do this. Oh god. Wir kriegen jetzt eine Live-Geburt mit. In einem Videospiel. Just keep breathing. Wow. Feels like something's wrong. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Hello, warum? Fuck! Whoa, hello, hello, whoa, whoa. Oh, ow! Oh, keep breathing. Whoa! Just push! Warum? Whoa. Alter. Fuck. Und sie lebt noch? Oh, krass, sie verliert voll viel Blut. Wo ist denn die Nabelschnur? Oh, Jesus Gott! Lynn! Ist sie jetzt verblutet? Lynn! Lynn! No, Lynn! Lynn ist verblutet. No. Oh. Lynn! Oh Mann. Man. Okay, ihm wird schwindelig. Und sie ist gestorben bei der Geburt. Was komisch, wo waren die Nabelschnur? Said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama, the play. We're saving for the like actual night. Uh-huh. We are. Okay. We like cheek kiss. So like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Stop it, wenn man so ranzoomt, sehen die so ein bisschen aus wie die, sieht die aus wie diese komische von den Ketzerinnen. Oh Gott. Das sieht's auch. Ist das Kind real oder nicht? Weil ich finde, ohne Nabelschnur ist das nicht mehr real. Ich bin ruhig. But yours, I'm powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men. But I expect he answers them. Nein!
Okay. Das ist das Ende von Papa Knot. Und ich habe hier den kleinen Kerl und da liegt meine... rote Frau und der dicke Papa Knot. Ist selber getötet. Ja, ich hätte so jetzt sagen. Was sagt er jetzt zu der Aufnahme? Priest dies. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. Ja. Er vermischt trotzdem gerade so ein bisschen die Realitäten, kann das sein? Hier fehlt uns ein Dokument. Da fehlt uns eins. Hier auch. Hier zwei. Ach shit. Wir haben vieles übersehen. Ein paar wichtige Dokumente vielleicht. Jetzt laufen wir hier schön mit dem kleinen Baby, was alle verteufeln, durch die Gegend. Ganz ruhig und schläft. Und unsere Frau liegt da hinten tot. Auf der Streckbank. Ich wollte schon Stretchbank sagen. Aber das passt nicht. Guck mal da oben. Das ist ein Kreuz, ha? Der Sturm hat aufgehört. Wir haben keine Feinde mehr. Haben wir das Spiel jetzt einfach durchgespielt? Wenn wir können es ja nicht mehr wirklich verteidigen. Oder sterben wir jetzt auch gleich? Was ist noch diesem Ort passiert, ey? Krass. Ich meine, wir hatten ja diese Wetterstation gesehen, aber ich glaube, das bin ich jetzt hier beim Ende bin, dann reden wir darüber nochmal im Abspann. Oh Gott. Er nimmt noch was auf. Und hier vibriert alles. Die Erde bebt. Das hört's gerade wieder auf. Gucken wir mal rein. Was er sagt. She's gonna be okay. You have her. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. Sagt er. Hier in dem Kapitel fehlt uns was. Scheiße. Gehen wir da ins Haus rein. Die Leute lassen uns nicht. Da liegen alle. Oh Gott. Alle verstorben. Was haben wir denn da? Was ist das? Kann man es erkennen, was da drauf steht? Leider nicht. Jetzt vielleicht hier vorne, guck mal da, ob... Pharma, Hydrogen, Cyanid, okay, was auch immer das macht. Und das haben die jetzt hier in den Boden reingeschifft, oder was? Mieterweise, was ist das denn hier für ein Platz? Hier liegen so viele Tote rum. Hier, oh Mann. Also die Bauern weiter oben sahen ein bisschen verstörender aus, als die jetzt, die hier rumliegen, ne? Aber gut, das ist nur meine Meinung. Ich komme jetzt hier nicht weiter wegen den Leichen, auch gut. Das sind doch nur Leichen, mein Freund. Oh. Also dieser Sturm. Ja. Und wir sind wieder in der Schule angekommen. Ohne Baby, wir sind als Kind jetzt unterwegs. Hier raus. This way, Blake. Hier haben wir gespielt drin, ne? Oh. Ja, jetzt. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away. Savior. Listen while I pray.
begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Meine Damen und Herren, das war Outlast 2. Puh. Ich bleibe auf jeden Fall mit ganz vielen Fragezeichen zurück. Ich habe probiert, das Spiel zu verstehen, um halt auch irgendwie die ganzen Parallelen zu sehen, die da passieren. Diese Tagträumerei, die er da hat, die er mit der Vergangenheit verbindet und seine Schuld, die er immer noch denkt, die er hatte, jetzt am Ende seine Schuld erlöst. Aber ich frage mich, wie das Ganze zustande kommt. Dieses Licht, woher das Licht kam, diese Radiostation, die wir da entdeckt haben, die da ungewöhnlich in der Höhe rankte, habe ich irgendwelche Dokumente übersehen, vergessen. Ich habe auch die ganzen Kapitel jetzt nicht gelesen, weil ich der Meinung bin, da wird einfach nur die Religion untergepredigt und das muss man nicht lesen, weil die ist ja eh schon krank genug gewesen. Ja, Frauen töten, wenn sie schwanger sind, und Linda ist jetzt gerade am Ende alleine gestorben, ohne Einwirkung nach der Schwangerschaft. Anscheinend ist sie verblutet, ich weiß es nicht. Sie hat auch die ganze Zeit gesagt, es stimmt irgendwas nicht. Jetzt haben wir das Baby. Ob das Baby real ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das auch irgendwie vielleicht ein Fantasiewurm von ihm ist, weil ich habe die Nabelschnur nicht gesehen. Also, das Baby kam ohne Nabelschnur raus, hat einfach ein gewisses Detail gefehlt. Ob es ein Fehler war, ich weiß es nicht. Ich halte mich mal daran auf. Ansonsten hat mir das Spiel wirklich sehr viel Spaß gemacht. Teilweise war es auch manchmal ein bisschen frustrierend, aber okay, ich reg mich mal generell leicht auf das Spiel, ne? Das ist eine andere Geschichte. Aber es war manchmal doch wirklich sehr frustrierend. Ja, ansonsten, weiß nicht. Hinterlasst mir doch in den Kommentaren, was ihr darüber denkt, wie das Ende wirklich tatsächlich abläuft. Oder soll ich einfach mal nachschauen nach Outlast 2, um zu gucken, ob andere Leute schon was rausgefunden haben. Schreibt es am besten in die Kommentare. Ich würde mir eher von euch erfahren, was jetzt hier so passiert ist noch, weil mir fehlt irgendwie ein Schlüssel. Mir fehlt irgendein bestimmter Key, um da anzukommen in der ganzen Story, um das um das zu verstehen, besser gesagt, weil Outlast 2 heißt das Spiel, Outlast 1 kennen wir, Whistleblower kennen wir auch. Was hat das damit zu tun vielleicht? Warum wird es Outlast 2 genannt? Ja. Hängt das zusammen mit dem ersten Teil? Weiß nicht, jetzt haben wir ja gerade eben noch an dem Brunnen da diese ganzen Pharmazie-Dinger da gesehen. Haben die anscheinend in den Brunnen gekippt? Kann das sein? Weiß es nicht. Der Knoten hat das angeordnet, kippt die Scheiße ins Wasser, damit die Leute alle verrückter und gläubiger werden. Dann sind wir noch hingereist für dieses Mädel sind wir eigentlich deswegen hingefahren, die gesucht wird, die der tot im Wasser gefunden wurde, die auch schwanger war. Aber ich denke mal, wenn man das jetzt mit 1 vergleicht und 2, dann ging es ja auch teilweise um diese Schwangerschaften. Die wurden ja kurz erwähnt, dass Frauen scheinschwanger waren und dann davon gestorben sind. Das war, glaube ich, für Whistleblower oder bei Outlast 1. Und vielleicht hängt das irgendwie zusammen, aber was verursacht diese Scheinschwangerschaft? Dieses Licht? Ich habe keine Ahnung. Also ich bleibe mit vielen Vermutungen und Fragezeichen hier an dem Ende zurück. Und genug gequatscht. Danke auf jeden Fall, dass ihr das Ganze verfolgt habt, das ganze Let's Play jetzt zu Outlast 2, und an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch und ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich lasse das Intro noch ablaufen und mache meine Kamera aus. Tschüss. Bye bye.